Ich grüße Sie zum jetzigen JFD Live Trading TV am Nachmittag des 24.03. Die US-Märkte kommen so langsam aber sicher in Wallung und das wollen wir uns jetzt hier mal näher betrachten, um dann auch noch den kurzen Blick auf den DAX zu richten, der sich hier in einer sehr, sehr interessanten Position gerade befindet, aber dazu später gleich mal mehr. Kurz zum S&P. Hier ist der Chart aus dem JFD Stream, wo es darum ging, dass der Index hier durchaus wieder zurücktritt. Kehren könnte, also hier nochmal ein Comeback der Bullen startet oder eben nicht. Wir hatten hier definitiv mit dieser Kerze zum Eröffnungsstart hier sehr, sehr kritisches Niveau erreicht. Es ging unter das Level von 2100 Punkten. Da ist eben immer die kritische Frage, zählt hier der 15-Minuten-Schlusspreis, der Stundenschlusspreis oder was auch immer. Da muss jeder Händler, Trader natürlich da seinen Kontext für finden. Letztlich abschließend ist diese Kerze hier höchst bullisch zu sehen und die Verteidigung des Levels von 2103,50 Punkten ist geglückt. Mit Stundenkerze des Ausverkaufs, auch mit der nachfolgenden Stundenkerze. Und aktuell sehen wir, der S&P 500 schraubt sich wieder nach oben. Darum wollen wir uns das Ganze jetzt mal hier im Charting-Tool genauer anschauen. Hier nach der gestrigen Abendbewertung zunächst eben hier so ein Seitwärtslauf erwartet, der auch durchaus hier diesen Trendlinienbruch sah. Im Endeffekt aber hier jetzt durchaus deutlich ausgeprägter war als erwartet. Grundsätzlich hat der Index hier nicht den Abwärtsdruck, um dann tatsächlich noch tiefer zurückzusetzen. Also hier 2085 Punkte war hier ein markantes Level. Letztlich scheint es so zu sein, als würden wir uns hier um 2100, 2105 Punkten stabilisieren. Und das ist auch hier kurzfristig der Bereich, der hier von Interesse ist. Nach der Fuzzy-Vektor-Logik wären heute noch Niveaus bis 2120 Punkte möglich. Das wäre hier dieses Level. Dazu müsste der Index natürlich jetzt mal einen enormen Schub erfahren. Ob das möglich scheint, bleibt erstmal abzuwarten. Die Fuzzy-Logik in Sachen Euro Stoxx 50 traf da heute doch schon wesentlich besser. So ein Stück weit schlafen die US-Indizes auch aktuell etwas ein. Tatsache ist, wir haben hier oberhalb von, ich zeichne die Unterstützungszone mal ein, oberhalb dieser frisch etablierten Unterstützungszone um 2100,50 Punkte, 2101,50 Punkte hier einen sehr, sehr schönen Support in dessen, dass der Index hier dann praktisch weiter nach oben rausziehen kann. Jetzt sollte es natürlich gelingen, hier im Stundenchart diesen kurzfristigen Abwärtstrend zu überwinden. Wenn das gelingt, dann hat der Index grundsätzlich freie Fahrt in Richtung 2114 Punkte rund, Schrägstrich hier dann auch bis zum Niveau, wer weiß, 2120. Ob das denn heute noch kommt, bleibt mal abzuwarten. Aber zunächst wäre es hier höchst, höchst konstruktiv, wenn wir hier diese kurzfristige Abwärtstrendlinie beim S&P 500 überschreiten. Da sind wir natürlich noch nicht angekommen, aber die Chance dessen ist natürlich gegeben. Gut. So viel zum Stundenchart vom S&P. Der Tagesschart zeigt sich wenig verändert. Wir oszillieren hier immer noch oberhalb dieses Support-Levels, was jetzt eben auch hier im Stundenchart interessant scheint. Hier das Niveau von 2100, 2105. Das ist jetzt die Zone, wo wir uns mehr oder weniger eben jetzt hier aufhalten und so ein Stück weit festigen. Interessant hier, diese Abwärtstrendlinie, die wir hier bereits in den Vortagen Pullback-technisch bestätigt haben, ist heute wieder so eine Art Sprungbrett. Der S&P 500 sollte eben jetzt von diesem Level aus anziehen und dann bleibt die Tendenz eben die, die wir hier mit dem blauen Präsenzpfeil auch favorisieren. Insofern steigende Preise hoche. Sollte zumindest so sein, dass der Index dies hier fortsetzen kann. Auf Tagesbasis bleibt das Bild konstruktiv, auch im Sinne dessen, dass wir jetzt hier mit dem heutigen Tief zum Beispiel eine kurzfristige Aufwärtstrendlinie hier in den Chart legen können, die jetzt mit Ausgangspunkt, Zwischenpunkt und aktuellem Touch hier drei Treffer aufweist und insofern durchaus Relevanz hat. Dazu sollten natürlich neue Tagestiefs vermieden werden, um hier auch auf Tagesbasis das Setup aufrechtzuerhalten. S&P 500, wie gesagt, durchaus weiterhin interessant. Jetzt müssen wir eben nur hier nach oben rausbrechen aus dem Stundenchart. Dann haben wir hier sicherlich im Tagesschartintervall auch weiteres Potenzial. Nasdaq 100 Index, schauen wir uns den kurz an. Der ist hier im Prinzip gut unterwegs. Den Stundenchart werden wir jetzt mal ein Stück weit anpassen, im Sinne dessen, dass wir hier die Fibonacci-Levels nach oben ziehen müssen. Zum letzten Verlaufshoch. Und auch hier zum Tief des Ausgangspunktes der FED-Sitzung vom Mittwoch der letzten Woche. Und dann sehen wir auch wieder, dass der S&P sich hier, S&P, was sage ich, der Nasdaq 100 sich hier im Bereich 4.445 Punkten stabilisiert, 23,6er Level. Wir ziehen hier gerade nach oben ab und es ist eigentlich davon auszugehen, dass wir heute hier den Hochpunkt vom 20. März nochmal touchieren. Wir haben auch hier diesen kurzfristigen Abwärtstrend, den ich jetzt nochmal symbolisch einzeichne, definitiv überwunden. Und insofern hat der Nasdaq, der Technologieindex, hier schon ein Stück weit mehr erreicht als der S&P. Sieht also hier konstruktiver aus, insofern dessen, dass wir hier in Richtung der letzten
mehr Jahreshochs ansteigen dürften, Schrägstrich das Potenzial besitzen, natürlich darüber hinaus anzusteigen. Gehen wir heute hier oder speziell in den nächsten Stunden, darf auch auf morgen projiziert werden, hier unter das Level von 4.435 Punkte zurück, dann muss man sehen, wo hier die Käufer wieder anfangen, den Markt einzusammeln. Aber dann wäre hier durchaus ein stärkeres Durchschnaufen möglich. Ob hier dieser leichte Support bei 4.420 Punkten hält, darf dann durchaus bezweifelt werden. Nasdaq 100 aber nach wie vor sehr, sehr interessant. Im Sinne dessen, dass wir hier auf Tagesbasis voll im Lauf sind. Das sehen Sie mit dem Tendenzverfall von vor wenigen Tagen. Hier oberhalb des Ausbruchslevel 4.400 Punkten sind hier weiter anziehende Kurse zu erwarten. Und das spricht viel dafür, dass wir jetzt hier durchaus noch einen schönen Lauf sehen könnten. Sofern eben jetzt hier keine signifikanten Rücksetzer kommen. Der Index selber ist bei 4.400 Punkten sehr gut abgesichert. Aber so tief sollte er eigentlich gar nicht mehr zurücksetzen. Der Weg zeigt hier viel mehr nach oben. Und damit kommen wir jetzt auch schon zum DAX in aller Kürze und Würze. Wir haben den Index heute Morgen hier unter die Lupe genommen, eben mit der Tendenz, oh hey, dass wir hier durchaus nochmal einen Angriff starten könnten. Sie sehen den blauen Tendenzfall unverändert von heute Morgen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, an dem wir hier schon mehrmals waren. Ich kopiere gerade mal den Pfeil. Und jetzt wird es nämlich sehr, sehr spannend, was hier eben an diesem aktuellen Level passiert. Ursprüngliche Idee von heute Morgen war, wir laufen hier hoch und testen eben hier den Widerstand 11.994 Punkte, 11.999, rund 12.000 Punkte aus und hier im Ausdehnungsfall diesen Abwärtstrend oder diese Abwärtstrendlinie vom Abwärtstrendkanal. Und Sie sehen, aktuell schiebt sich der DAX hier drüber hinaus mit einer sehr, sehr starken Performance. Und wenn das jetzt per Daily Close so bleibt, also wenn wir hier einen Tagesschluss machen über 12.000 20 über 12.000, ja, 10 Punkte wäre schon wieder ein bisschen knapp, aber 12.020 Punkte sollten schon sein. Dann sieht es gut aus, dass der DAX möglicherweise morgen schon hier in Richtung 12.220 Punkte weiter anziehen kann. Denn dann wäre diese sich darstellende bullische Flagge hier positiv aufgelöst. Und jetzt zurück in den Tagesschart. Hier, Sie sehen es hier noch ein Stück weit deutlicher, die Kerze schiebt sich hier gerade nach oben raus, dann wäre im Prinzip das der Startschuss für eine weitere Aufwärtsbewegung und der Index hätte hier diesen Aufwärtstrend seit Februar erfolgreich verteidigt, so rum, hätte hier diesen langfristigen Aufwärtstrendkanal, diese obere einsteckelnde Trendlinie hier dann auch praktisch hinter sich gelassen mit diesem Pullback, den wir hier aktuell möglicherweise gerade sehen, wenn der Ausbruch hier gelingt und dann dürfte es hier stringent weiter nach Norden gehen. Die Bullen bleiben also hier weiter am Ball und wir werden das hier weiter für Sie beobachten. Was der Index macht, spätestens morgen schalten wir uns hier nochmal auf. Aber interessant dessen, dass der DAX hier tatsächlich sich hier an diesem kurzfristigen Aufwärtsplan gehalten hat und jetzt nicht nochmal einen Rücksetzer vollzieht, der stärkerer Natur zu sein scheint. Nein, insofern werden wir das gleich mal wieder anpassen müssen, wenn wir uns hier etablieren. Dann kann es jetzt hier durchaus in Bälde diesen Verlauf geben. So, alternativ kommen wir jedoch ein Stück weit tiefer zurück, aber dann ist der Index hier auch an diversen Niveaus gut abgesichert und dann dürfte der Angriff mit Verzögerung stattfinden. Kritisch nach wie vor, erst wenn wir hier signifikant unter 11.700 Punkte zurückfallen. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es auch gewesen für den heutigen Nachmittagsausblick im JFD Live Trading TV. Ich sage danke fürs Einschalten. Wenn Sie Wünsche haben, einfach ein Posting unter das Statement der Stream-Ankündigung. Nachher gibt es noch die Asia-Indizes in der Big Picture Beschau. Darauf können Sie sich noch freuen. Und ansonsten sage ich jetzt erstmal Bye-bye. Danke fürs Einschalten und auf bald, Ihr Christian Kämmerer.